Also was brauchen wir alles? Nur Gäste. Ja. Frische Unterhosen habe ich dabei. Ja, Badhosen habe ich auch. Wie läuft jetzt das ab? Also das war jetzt vorher Foto jetzt. Ja, genau, vorher. Aber ohne Kabel. Das nützt nichts, Ralf. Das ist ein Video. Das ist ein Video, ne? So, du bist ja gut. Vorher Video. Nee, das ist ja. Mit Anlauf. Aber er ist ja Gott sei Dank schon vorbereitet. Also hervorragend gemacht. Wirklich Lob an den Bau. Ich kenne deine Mutter. Hallo. Hallo. Wolltest du immer mal einen Bürgermeister wegen Bügler fahren, oder? Wollt ihr mal einen Bürgermeister Bügler fahren? Ja! Dann wünscht euch das am Weihnachtsbaum. Also, oh, freut mich, dass unsere zwei Rednitz-Bürgermeister, der Ralf und der Spahl, sich Zeit genommen haben, um ein bisschen auf der Rednitz rumzupaddeln, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger koordiniert. Also eigentlich gefällt's, ne? Ja. Das freut uns auch, du. Das feiert uns an. Wir haben halt schon beschlossen. Ja, einstimmig, oder? Die Anlegestellen, das ist der Hammer. Das war echt der Hammer. Also so schön. Aber keiner nicht. Wir haben es extra gemacht, aber der letzte sagt nichts. Von mir, also. Klasse war's. Ausbaufähig. Also man muss wirklich sagen, so schön die fränkische Heimat ist, man sieht es manchmal nicht, weil man irgendwie zu nah dran ist. Ich war noch nie auf der Rednitz unterwegs und das ist ja im Umkreis von 2 Kilometer, in Anfluss sagen, wo wir jetzt eingestiegen sind. Alles Gemeindegebiet rot. Natürlich noch schöner ist es in Zenbach. Oh. Man weiß nicht, wenn man da kann. Also das Ruder war nicht anstrengend, nur der Ralf Edelhäuser. Das wäre so gut gewesen. Ne? Ich war auf dem Frauenplatz, wenn der Mo hinten halt ein Paddeln hätte können. Aber 4 Jahre im Amt, 40 Jahre geführt im Amt. Also ich habe einen Vorschlag. Und zwar, es gibt einen bayerischen Gemeindetag im Landkreis Roth. Da sind alle 16 Bürgermeister dabei. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, so einen Betriebsausflug zwischen Roth und Rednitz-Zenbach bei hervorragendem Catering am Schluss. Da mir fällt jetzt nichts ein. Aber singen vielleicht. Mehr von der Sorte, von dem Aufzug hier auf der Terrasse. Ja, auf jeden Fall. So was muss öfters gemacht werden. Wir haben hier in der Gegend 30 Kilometer befahrbare Rednitz. Das sollte man auch nutzen.